Sie sind hier, 21. November 2018, 7.37 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Dieter Hecking war 3 Jahre Trainer bei Hannover 96. Urheberrecht Getty Images. Gladbach-Trainer Dieter Hecking kann sich eine Rückkehr zu Hannover 96 vorstellen. Natürlich kann ich mir das vorstellen, sagt der 54-Jährige. Für Trainer Dieter Hecking von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist ein Wechsel als Sportdirektor zu seinem Ex-Club Hannover 96 nicht ausgeschlossen. Natürlich kann ich mir das vorstellen. Nicht jetzt, aber irgendwann schon, sagte Hecking im Sportbuzzer-Interview. Ich lebe seit über 20 Jahren in der Region. Hannover ist meine Heimat geworden. Ich war 25 Jahre Fußballspieler, bin 54 Jahre jung und im 18. Jahr Trainer und mache mir Gedanken, was mir das Leben noch bietet. Hecking war für die Niedersachsen sowohl als Profi 1996 bis 1999 als auch als verantwortlicher Trainer 2006 bis 2009 aktiv. Sein Trainervertrag in Gladbach läuft am Ende der Saison aus. Hecking betonte, dass er sich beim Tabellenzweiten wertgeschätzt und absolut wohl fühle. Wir werden uns sicher noch vor Weihnachten zusammensetzen, um darüber zu sprechen, wie es weitergeht, sagte Hecking. Jetzt die Sport1-App herunterladen, von Sportinformationsdienst.